Für uns als EDF ist Ausbildung ein zentraler Punkt unseres ganzen Bemühens, weil wir nur so langfristig eine sichere Energieversorgung sicherstellen können. Und ich bin unseren Gremien und der Politik überaus dankbar, dass uns die Mittel bereitgestellt hat, jetzt den Ausbildungsetat deutlich zu erhöhen und entsprechend Personal einzustellen. Ja, in dieser schwierigen Corona-Zeit hat EWF einen ganz neuen Weg beschritten, indem das Energieversorgungsunternehmen nämlich ganz bewusst die Anzahl der Auszubildenden und der abgeschlossenen Ausbildungsverträge nach oben geschraubt hat, um damit einen Kontrapunkt zu setzen in einer gesellschaftlich schwierigen Phase. Viele Unternehmen haben genau das Gegenteil getan und die Ausbildung ein bisschen hintangestellt, und wir wollen genau mit dem gegenteiligen Verfahren dafür sorgen, dass wir Nachwuchssicherung bei uns im Unternehmen machen. Wir wollen damit auch Mut machen und jungen Leuten das Signal geben, ihr seid gewollt, wir bauen auf euch, wir brauchen euch für die Entwicklung sowohl der Unternehmen wie auch des Landkreises insgesamt. Eine vorbildliche Aktion des Energieversorgers EWF, für das ich sehr dankbar bin. Dankeschön. EWF gekommen bin und hier die Möglichkeit bekommen habe, auch den Bereich Ausbildung weiterzuentwickeln, habe ich das gerne aufgenommen und eben dafür gesorgt, dass wir hier gemeinsam mit den Verantwortlichen in der Ausbildung eine Ausbildungsorganisation umsetzen, damit sich eben junge Menschen aus der Region hier auch weiterhin gut fühlen und eine Perspektive haben beruflich. Und mit ganz viel Leidenschaft und Freude sorge ich hier bei der EWF dafür, dass wir eben den Nachwuchs aus den eigenen Reihen entwickeln können, damit junge Menschen eben hier auch in der Region eine Perspektive haben, sich hier weiter qualifizieren können und eben auch hier mit dem Unternehmen und der Region verbunden bleiben. Ja, wir als Nachwuchs sind natürlich auch von den Vorangegangenen angesprochen worden, eine Ausbildung hier zu machen. Wir fühlen uns sehr wohl. Ja, es macht sehr viel Spaß und wir freuen uns weiter auf die Zukunft. Wir sind sehr glücklich, dass wir in diesem Unternehmen arbeiten durften, wurden sehr herzlich aufgenommen, werden von allen Mitarbeitern sehr gut behandelt und sind froh, dass wir durch unsere Ausbildung die Regionalität stärken und fördern können.